Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch eine kleine Brausebox, habe ich das genannt. Und zwar lässt die sich so von oben öffnen. Ich habe da jetzt diese Brause drin verpackt. Wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Ein bisschen was braucht ihr dafür. Und zwar der hauptsächliche Teil. Habe ich hier jetzt Ananas. Das hat die Maße von 30 mal 14,5 cm. Dann habe ich mir schon mit dem Stempelset aus der Kreativwerkstatt Sauer macht lustig gestempelt und schon mal zugeschnitten. Dann haben wir hier DSP. Da haben wir zwei Stücke in der Größe 3,5 mal 6, zwei Stück in der Größe, nee, das war verkehrt, 8,5 mal 3,5 sind diese, die etwas kleineren sind 6 mal 3,5 und dann habe ich noch zwei Stück in 8,5 mal 6, aber alle Maßangaben findet ihr auch auf meiner Homepage, die da lautet www.kreativepause-el.de. So, das legen wir uns alles beiseite. Wir fangen mit dem Falzen an. Und zwar falzen wir das auf der kurzen Seite von beiden Seiten bei 4 cm. Einmal, dann von der anderen Seite auch bei 4 cm. An der Langseite falzen wir als erstes bei 9. Dann schieben wir das weiter auf 13 cm. Jetzt müssen wir es einmal ausklappen. Dann schieben wir das weiter auf 22. Und noch einmal bei 26. Dann haben wir das Falzen schon erledigt. Ups. So, dann kommen wir zum Schneiden. Und zwar schneiden wir uns jetzt als erstes diese beiden Vierecke, schneiden wir uns als Klebelasche. Die beiden äußeren werden auch Klebelaschen. Die schneiden wir uns jetzt zuerst. Und zwar schneide ich die dazu ein bis zur ersten Falzlinie. Mir das mal eben um. Dann kürze ich die etwas ein und schneide mir dann die Dreiecke raus. So, das machen wir dann an der anderen Seite auch. Die kürzen wir uns auch etwas ein. Ganz so groß bleiben, brauchen die nicht bleiben. Dreiecke auch raus. Es ist ganz einfach einfacher, wenn man die Klebelaschen anschrägt. Dann hat man es wirklich leichter beim Kleben. So, dann kommen wir zu den äußeren Ecken. Da machen wir das Gleiche nochmal. Einschneiden. Kürzen und anschrägen. Wobei ich diese jetzt an der äußeren Kante mehr anschräge. Also ordentlich ein Stück raus. Das machen wir dann auf der anderen Seite auch noch mal.
also zur inneren Seite ein kleines Stück raus und die äußere, da schneiden wir ordentlich ein Stück ab. So, dann haben wir jetzt noch diese beiden über. Die schneide ich jetzt auch erstmal einfach nur ein bis zur Falzlinie. An der anderen Seite auch. Dann brauchen wir ein Lineal und meine Schneidmatte und einen Cutter. Upsala. Und zwar schneiden wir uns jetzt diese letzten beiden kleinen Vierecke schneiden wir uns jetzt schräg ein. Dazu lege ich mir das mal eben. Wir schneiden erst diese hier oben. Also wir schneiden jetzt von dieser Kante bis zu dieser Kreuzung schneiden wir das ab. Schön vorsichtig, wenn ihr zu der Kreuzung kommt, nicht, dass wir da zu weit reinschneiden. Ja, da haben wir es noch nicht ganz. So, das Ganze machen wir auf der anderen Seite auch. Diesmal lasse ich es allerdings so liegen und schneide dann von der Kreuzung weg, dann ist das etwas einfacher. So, dann haben wir das Schneiden jetzt erledigt. Lineal kann wieder weg. So sollte das jetzt ausschauen. Bevor wir die Box jetzt zusammenbauen, kleben wir uns erst das DSP auf. Und zwar kommen die beiden Stücke in 3,5 x 6, kommen hier oben hin. Dann haben wir noch die beiden großen. Da kommt eins hier hin und eins dahin. Und diese beiden müssen hier hin. Das mache ich jetzt mal eben im Schnelldurchlauf und dann geht es gleich weiter. So, alles aufgeklebt. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe das Falzen vergessen. Das holen wir jetzt mal eben nach. Das geht natürlich besser, wenn das DSP noch nicht aufgeklebt ist. So, dann die andere Seite noch. Bei den Ecken müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Und dann diese noch. Und von der anderen Seite nochmal. So, jetzt drehe ich mir das Ganze um. Jetzt kleben wir diese beiden Klebelaschen
nehme das mal so. Das klappen wir ein. Das lassen wir erst so. Und diese beiden Klebelaschen kleben wir uns jetzt von außen. Ich hoffe, ihr seht das so. Die kleben wir uns jetzt von außen an diese Lange. Also machen wir uns da von innen den Tombow drauf. Ich klappe mir das jetzt so ein. Und halte mir das fest. Dann lege ich mir das flach hin und kann mir dann die Ecken hier unten schön festdrücken. Da braucht auch nicht ganz so viel drauf, weil diese Seite gleich noch drüber kommt. So, dann tragen wir uns jetzt hier und hier Tombow auf. Den Deckel machen wir zum Schluss. Und auch das nehme ich dann hoch, klappe das um. Das knicke ich mir einmal nach hinten. Dann schiebe ich das hier nochmal gerade. Einmal an der Seite und einmal an dieser. Da gehe ich dann noch einmal mit meinem Falzbein rein und drücke mir das nochmal fest. So, und jetzt haben wir ja hier oben die beiden Klebelaschen noch über. Die müssen jetzt an diese Dreiecke und da schaue ich jetzt erst, ob das passt, wenn ich ohne Tombow dran zu machen, den mache ich mal eben zu, nicht, dass er mir da trocknet. Da schaue ich jetzt erst, ob das passt, wenn ich das Dreieck darüber lege, dass die Klebelasche auch ganz verschwunden ist. Falls das nicht der Fall sein sollte, könntet ihr hier jetzt noch ein Stück abschneiden. Bei mir passt es jetzt. Also können wir das festkleben. Da mache ich jetzt erstmal an eine Seite den Tombow. Dann kleben wir uns das hier fest. Schön bündig. Da ist mir jetzt ein wenig zu viel Tombow dran gekommen. So, dann kleben wir die andere Seite auch noch. So, dann können wir das zumachen. Der Tombow kann weg. Dann habe ich ja hier den Spruch noch. Sauer macht lustig. Den klebe ich mir jetzt einfach mit Mini Dimensionals auf. Da könntet ihr jetzt auch einen großen nehmen. So, das Lustig möchte ich jetzt gerne hier unten hin haben. Dann nehme ich als nächstes das Sauer. Das kleben wir uns hier so schräg etwas hin.
Und das Macht fehlt da noch. So, dann können wir uns da die Brause noch reinmachen. Das sind jetzt 10 so Beutelchen. Box wieder zu. Das war mein Projekt für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden über einen Daumen nach oben oder ein nettes Kommentar. Freue ich mich natürlich auch sehr. Und die Produkte von Stampin' Up! Könnt ihr alle bei mir erwerben. Meldet euch einfach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!